maritime sur notre émoi et Paris qui bat la mesure nous fredonne, fredonne déjà. Ein lang gehegter Traum sollte für sie wahr werden. Das Pärchen Lee hat seine Hochzeitsreise nach Paris gebucht, die Stadt der Liebe. Zu Hause schwärmten ihnen Freunde vor vom Leben wie Gott in Frankreich. Vom rauen Ton so manches Franzosen wurden die freundlichen Chinesen völlig überrascht. Ernüchtert stellen sie fest, besonders Dienstleister weisen ihre Gäste häufig brüsk zurück. Hallo. Können wir bitte bestellen? Ich war schon vorhin da, da wusstet ihr nicht, was ihr wolltet. Dann los jetzt. Haben Sie Sandwiches? Hier, mal auswählen, mein Großer. Welches Sandwich willst du haben? Sind die alle unterschiedlich? Na klar, das sieht man doch. Da sind doch Kommas dazwischen. Kommas. Spätestens ab jetzt sind die Lees gehörig verunsichert. Und als der Kellner mit Essen und Getränken vorbeikommt, trauen sie sich kaum noch, eine Frage zu stellen. Was wolltet ihr denn haben? Wir wollten so ein quadratisches Sandwich mit weichem Brot, wie in Amerika. Das ist ein französisches Sandwich. So sieht das eben aus. Ihr seid hier nicht zu Hause. Das hier ist ein Sandwich. Die Touristen reagieren auf die kaltschnäuzigen Pariser. London etwa hat der Stadt an der Seine längst den Rang abgelaufen. Eine groß angelegte Offensive gegen den Besucherschwund kommt von der Handelskammer. Vor allem die Pariser sollten freundlichere Gesichter aufsetzen. Nun lehren Mitarbeiter an entsprechender Stelle die hohe Kunst des Lächelns. Die Chinesen verbringen lieber Zeit beim Einkaufen als beim Essen. Da müssen sie sich nicht ärgern, wenn die nur ein einfaches Gericht nehmen und dann schnell wieder gehen. Das heißt nicht, dass sie unzufrieden sind. Die haben nur einen engen Zeitplan. Guten Tag auf Chinesisch, das heißt Michao. Wenn Sie ein paar Worte sagen können, dann werden die Chinesen sehr zufrieden sein, denn sie merken, dass sie sich da wirklich angestrengt haben. Es sieht kaum danach aus, dass sich der Restaurantbesitzer belehren lassen mag. Zwischen den Parisern und seinen Gästen liegen eben Welten. Was mir am meisten auffällt, ist, dass alle diese Asiaten, ob sie nun aus Japan oder China kommen, die haben ihr Handy in der Hand festgeschraubt. Man kann gar nicht mit denen reden. Man weiß nicht, ob es ihnen schmeckt oder nicht. Die lächeln einfach immer. So mancher Pariser Gastronom oder Hotelier unterschätzt den Ernst der Lage. Saftige Preise und mäßige Qualität. Nicht nur die Übernachtungszahlen bleiben hinter den Erwartungen zurück. Der Ruf der Franzosen als charmante Lebenskünstler ist angeknackst. Viele Franzosen scheinen derzeit vor allem an sich selbst zu leiden. In wirtschaftlichen Krisenzeiten zieht man sich natürlicherweise auf sich selbst zurück. Da wird man eher konservativer und verschlossener. Das ist im Privaten so und das kann auch im beruflichen Bereich so sein. Zudem glauben die Franzosen ja schon immer, dass sie überall die Besten sind. Sie haben das Gefühl, dass die Ausländer auf jeden Fall nach Paris kommen. Warum sollten sie sich da auch noch anstrengen? Vor allem Privatleute scheuen keine Mühe. Als ehrenamtliche Greeter schwirren mittlerweile Hunderte durch Paris. Sie führen die Gäste gratis durch ihre Stadtviertel und polieren damit das Image ihrer Landsleute gehörig auf. Sehen Sie den großen runden Käse da? Das ist ein Brie aus der Stadt Meaux. Das ist nicht weit weg. Die Käse werden dann noch 2 Monate in Paris gelagert. In der Zeit werden sie dann noch besser. Ich finde es super, mit Katharina auf den Markt zu gehen. Das ist alles viel billiger als in Norwegen und sieht ganz frisch aus. Und es gibt so viele Käsesorten. Ich habe inzwischen Freunde in der ganzen Welt, in Tel Aviv, in New York und auch in Südamerika. Wir sind über Facebook verbunden und schreiben uns Mails. Die Lees lassen sich ihre Hochzeitsreise nicht verderben. Sie versuchen sogar, der Erfahrung mit den ruppigen Gastgebern noch etwas Positives abzugewinnen. Wir sind nach Paris gekommen, weil wir hier einfach alles austesten wollten. Auch das Fastfood. Wir wollten wissen, wie es hier wirklich ist. Diese Erfahrungen, die gehören eben zu unserer Reise dazu.
Noch gehören Frankreich und seine Hauptstadt zu den begehrten Reisezielen in Europa. Aber immer mehr Touristen machen nach der Heimkehr ihrem Ärger Luft. Den Franzosen droht ein riesiges Geschäft zu entgehen.